Wolkenbehangener Himmel, ziemlich trist heute, also echt der Wahnsinn. Ja, wo bin ich? Bei mir vor der Firma. Was steht links neben mir? Eine wunderschöne Concorde. Und bei diesem bedeckten Himmel machen wir jetzt mal eins. Wir gucken jetzt einfach mal hier auf den Solarregler. Dennoch, die vorderen drei Platten sehen wir hier. Kommen hier 1,71 Ampere. Vorhin waren es 2,5. Der Akku ist ziemlich voll. Und warum zeige ich euch das? Darüber sprechen wir jetzt gleich. Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mika Caravan auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Heute mal ein bisschen aus einem anderen Fahrzeug raus. Meine Begrüßung und meine Ansprache. Quatsch. Wir sind hier in einer Concorde, die wir gebaut haben. Wir haben hier einmal eine Kombi von WCS verbaut mit 3000 Watt und 200 Ampere Ladestrom. Wir haben zweimal 200 Ampere Stunden Lithium verbaut. Wir haben einen Ladebooster verbaut und noch viele Kleinigkeiten. Unter anderem aber auch neue Solarregler. Ich habe euch ja schon mal ein Video gezeigt mit der Concorde, wo wir die Solarregler vorgestellt haben. Das waren Voltronic-Regler. Die können original bis angegeben 50 Volt, aber ich behaupte oder beziehungsweise die Erfahrung hat gezeigt, dass sie das nicht einmal können. Weil bei annähernd 50 Volt, die dann schon oft die Grätsche machen. Und wir haben hier 9 Module von der Backkontaktzelle auf dem Dach. Und die haben, ich müsste jetzt genau nachgucken, 120 Watt Peak und eine Leerlaufspannung von para 20 Volt. Die waren alle parallel miteinander verbunden. Am Anfang des Videos habt ihr einen Solarregler gesehen, wo ich euch bei diesem Wetter gezeigt habe, dass wir hier trotzdem noch knapp 2 Ampere reinkriegen. Also vorher, wie ich drauf gestartet habe, weil der Akku nahezu voll ist, haben wir 2,5 reingekriegt und ihr habt den Himmel gesehen, also hier war grau. Ich muss aber dazu sagen, das waren nur die vorderen drei Platten, weil die hinteren komplett unterm Dach stehen. Also da passiert natürlich nichts. Was ich allerdings damit zeigen wollte, ist, was eigentlich die Sinnhaftigkeit ist zwischen mehr Volt, mehr Strom, also beziehungsweise wenn man mehrere Platten in Reihe schaltet, oder Hochvoltmodule, wo man sich die Reihenspaltung dann dementsprechend sparen kann. Aber was ist denn der effektive Sinn dieser mehr Volt? Es gibt ja viele oder einige auf YouTube, die dann immer wieder sagen, ja, es spielt alles keine Rolle, man kann alles parallel schalten und das ist auch vollkommen ausreichend und keine Ahnung, Reihenschaltung ist totaler Quatsch. Also erstens einmal ist diese Aussage schon mal totaler Quatsch, weil Reihenschaltung macht durchaus in vielen, vielen Situationen mega viel Sinn. Am meisten macht es natürlich Sinn, wie hier, wenn ich 9 Module auf dem Dach habe und die schön auf einer riesen Dachfläche verteilt habe. Weil ich kann dann hierher gehen und kann jeweils, und das haben wir hier jetzt umgeklemmt, 3 Module in Reihe schalten. Und die 3 Pakete dann, weil wir haben ja 9 Module, 3x3 ist 9, die 3 Pakete dann parallel zueinander schalten. Und jetzt ergibt sich eine ganz andere Situation, weil nämlich ein MPPT-Regler mit mehr Volt einen viel, viel besseren Maximum Powerpoint raussuchen kann, um dass er effizient lädt. Ein normaler Regler nimmt ja nur die Voltzahl und drückt die runter auf die Spannung, damit die Batterie geladen werden kann, und das war's dann. Somit hat man viel Verluste. Während ein MPPT-Regler das ja auf einer ganz anderen Basis macht, und je mehr Volt dieser MPPT-Regler hat, desto effizienter macht er das.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bei so einem Wetter, wie ich euch heute gezeigt habe, die sich und so weiter, kommt natürlich wenigstens noch was runter. Hätte ich jetzt die Parallelschaltung noch, kommt gar nichts runter. Und wir haben es getestet. Drum habe ich den Kunden angerufen, habe ihn gefragt, ob wir das ändern dürfen, weil wenn er so steht in der Parallelschaltung bei dem Wetter, steht da hinten 000. Weil diese geringe Leerlaufspannung, wo die Module ja eh schon haben, kracht gerade zusammen, Sonne ist keine da und dann kommt nichts mehr. Das ist einfach Fakt. Gleich zu sehen ist es ja an meinem Solartest. Da habe ich eine Backkontaktzelle und ein Hochvoltmodul. Und die Backkontaktzelle bei so einem Wetter, null, bringt einfach nichts. Während bei so einem diesigen Wetter, wie heute, bringt die Hochvoltplatte mit 60 Volt, 50 Volt, 60 Volt, wenigstens noch einen leichten Betrag. 2, 3, 4 Ampere. Und das ist halt eine ganz andere Nummer. Und somit habe ich eine ganz andere Auslastung. Und jetzt, wenn wir mal überlegen, ich habe hier drei Pakete und jedes Paket bringt 2 Ampere, sind es 2, 4, 6 Ampere. Das den ganzen Tag lang ist schon eine ordentliche Ladung, obwohl ein tief wolkenverhängter Himmel ist. Und das macht einfach tierisch einen Unterschied. Und es ist definitiv nicht richtig, und dazu blende ich euch etliches ein, da oder da oben, wo nicht von mir kommt, sondern wo von Spezialisten kommt, die sich, weiß Gott, mit Solarmodulen richtig gut auskennen. Und ich glaube, wir weitaus bessere Spezialisten sind wie manche YouTuber hier, die immer das Gegenteil behaupten, so von wegen Reinschaltung, totaler Quatsch. Wir machen alles in Parallel, weil das machen wir schon seit 20 Jahren so und das ist das einzige wahre und richtige. Also sorry, ich möchte hier niemanden so nahe treten. So eine Aussage ist einfach Quatsch. Die Zeiten verändern sich und es gibt Wohnmobile, wo definitiv eine Reihenschaltung viel mehr Sinn macht wie Parallelschaltungen, und eine Backkontaktzelle mit relativ wenig Leerlaufspannung oder alle Module mit relativ wenig Leerlaufspannung halte ich einfach für zwingend notwendig, das zu tun. Es ist keine schlechte Platte, nein, überhaupt gar nicht. Ich will auch die Platte als solches gar nicht schmälern, aber sie ist halt dafür einfach nicht geeignet. Für dementsprechend diesiges, dusteres Licht. Und das funktioniert halt dann einfach nicht. Und wenn ich die aber in Reihe schalte und dadurch eine höhere Voltzahl kreieren kann, dann funktioniert es wieder. Und das ist der ganze Clou da dran. Und somit kann ich bei so einem Riesenfahrzeug sowas natürlich erzeugen. Ich würde es nie tun bei einem Fahrzeug, einem teilintegrierten, keine Ahnung, Hobby, Knaus, Detlefs, scheißegal, wo ich wenig Platz habe, wo ich nur drei Module drauf bin. Hier würde ich definitiv keine Reihenschaltung empfehlen, sondern da würde ich natürlich mit Parallelschaltungen arbeiten, weil da ist gar kein Platz dafür, damit man richtig Module draufbringt, um solche Pakete zu erzeugen. Weil für mich macht der Reihenschaltung effektiv nur dann Sinn, wenn bei mindestens 4 Platten jeweils 2 in Reihe geschalten, um dass ich dann mehr erzeugen kann. Und wenn ich den Platz nicht habe für die Geschichte, dann greife ich halt zurück auf die Hochvoltmodule. Und natürlich noch viel besser, ich mache das ganze Dach voller Hochvoltmodule, aber das ist halt immer so Ansichtssache, weil dann kriege ich natürlich richtig Power runter. Weil beim Hochvoltmodul spare ich mir ja die Reihenschaltung. Die habe ich ja gar nicht nötig und somit kriege ich von der Platte auf geringeren Platz natürlich wesentlich mehr runter. Ganz einfache Rechnung. Und das wollte ich hier einfach mal kurz erklären. Ich blende euch, wie gesagt, ein paar Artikel habe ich euch schon eingeblendet diesbezüglich. Und ich werde aber auch noch ein separates Video drüber machen in den nächsten Tagen, um euch da nochmal ein bisschen spezieller mit teilhaben zu lassen. Aber jetzt schauen wir uns die Concorde an, was wir hier alles gemacht haben. Und dazu würde ich euch jetzt gern auf die Hand nehmen. So, zum einen war hier vorne die Aufgabenstellung. Wir möchten eine Rückfahrkamera haben, aber gleichzeitig einen Unterwassertank angucken.
Das haben wir jetzt hier bewerkstelligen können. Wir haben hier den Kameraschalter, dann haben wir die Kamera eingeschalten und wir können jetzt mit diesem kleinen Knopf zwischen den zwei Kameras hin und her switchen und somit kann man hier umschalten, um dass dann die die Abwasserkamera, nennen wir die mal, erscheint. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Somit kann man mit so einem riesen Fahrzeug besser einjonglieren, weil man denn hinten ist dann am Abwasser und kann man da wesentlich besser, sein Ziel treffen. Dann haben wir hier auf der Seite nochmal zwei Knöpfe verbaut, hier und hier. Das da ist der Knopf für die eingebaute Hube, auch das habt ihr schon gesehen in einem Video. Und das da ist der Knopf für die Zusatzscheinwerfer, die wir hinten montiert haben, damit hier wesentlich mehr Licht kommt, um dass man einfach, wenn man rückwärts fährt mit der Kamera und auch hinten in die Rückspiegel, das Ganze mehr betrachten kann. Drum haben wir hier Zusatzscheinwerfer verbaut, aber die gucken wir uns gleich nochmal unterm Fahrzeug an, wie sie denn montiert sind. Dann haben wir hier natürlich, wie hier, noch ein paar USB-Steckdosen verbaut in dem Fahrzeug. Da gibt es etliche davon. Ich glaube, 5 oder 6 Stück haben wir hier reingemacht. Hier haben wir eine reingemacht. Hier haben wir eine reingemacht, weil hier einfach definitiv zu wenig waren. Und das haben wir ein bisschen ausgeglichen. Dann haben wir hier oben unser Display. Voilà, vom Wechselrichter. Hier haben wir ja das Kästchen drumherum gemacht. Ich habe euch ja gesagt, wir machen hier ein Kästchen, wo man natürlich keine Schrauben mehr sieht. Das erste hat nicht so toll ausgeschaut, darum haben wir das einfach ein Stück weit schöner gemacht, damit es hier dazu passt. Hier wird einfach eingeschalten. Das Display habe ich euch ja schon mal erklärt, das kennt jeder. Und dann funktioniert die ganze Geschichte. So, hier haben wir den ganzen kompletten Einbau. Hier sehen wir das, wie die ganze Sache hier montiert wurde. Wir haben das natürlich alles neu gemacht. Wenn ihr euch erinnern könnt, hier auf der Seite waren ja die Solarregler hier so übereinander. Hier unten war der Kabelkanal rumgehängt, totaler Quatsch. Das Kabel hätten wir ganz anders reinlegen können. Haben wir jetzt komplett neu gemacht, damit es alles ein bisschen schöner ausschaut. Hier hängt unser Ladebooster und dann haben wir hier natürlich unsere drei Solarregler. Wie es hier drunter ausschaut, können wir auch mal kurz reinschauen. Das machen wir doch glatt mal auf. Oh, rups. So schaut das Ganze hier unten aus. Hier haben wir noch einmal einen Verteiler reingesetzt von uns, damit wir hier einfach ein bisschen mehr Platz haben und das Ganze ein bisschen besser gesteuert ist. Ansonsten kennt ihr ja die ganze Geschichte hier. Das ist jetzt ja kein Hexenwerk. Das ist die ganz normale Verteilung. Oben alles beschriftet, sauber und ordentlich gemacht, damit es alles schick ausschaut. Also ich finde, es ist ein echt wunderschöner Einbau. Hier an die Displays kann man alles schön ablesen. Das ist richtig cool, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir jetzt nur eine Etage tiefer gucken, mal runter basteln, dann können wir auch hier reingucken. Machen wir das auch mal auf, weil auch hier, voilà, da sind unsere Akkus verbaut. Wir haben jetzt aktuell 2 Akkus reingemacht, hier passt allerdings noch ein dritter rein. Dann haben wir hier seitlich unsere 2 Verteiler reingesetzt. Hier haben wir die ganzen Sicherungen und so weiter, damit der Kunde auch weiß, um was es da geht und wo was verbaut ist. Natürlich alles beschriftet, alles ordentlich befestigt, damit hier keine, ja, sag ich jetzt einfach mal, keine Fehler passieren und keine Missverständnisse herrschen. Wir haben hier mit einer Standverschaltung gearbeitet, nicht mit einer Diagonalverschaltung von den Akkus. Drum haben wir die einfach hier auf der Busbar aufgelegt, dann ist das alles ein bisschen besser, auch wenn wir nochmal einen Akku dazu machen, dann ist es leichter vom Handling her. Und auf der Seite hier, voilà, hier ist er, haben wir noch einen Hauptschalter montiert, den einfach einmal rumgedreht und dann ist alles aus. Dann geht gar nichts mehr. Ihr habt ja das Fahrzeug gesehen, wie alles zerlegt war, wie lang oder wie wir hier gebaut haben.
ist natürlich schon ein Riesen-Act, so ein Auto, weil da sind schon ein paar mehr Kabel zu beachten und ein paar mehr Sachen zu beachten. Ist nicht ganz so einfach von der Stange zu tun, aber macht unheimlich Spaß. Die Mastervolt-Anlage ist raus. Wir haben jetzt hier alles umgerüstet auf WCS und haben jetzt richtig Spaß, weil da richtig Strom runterkommt. Also da wird sich der Kunde auf alle Fälle freuen, weil er da richtig, richtig Energie hat. Und das macht natürlich dann schon richtig Spaß. Ich guck mal, dass ich noch ein Bild reinkriege, aber das muss ich morgen machen, weil heute ist wirklich der Himmel sehr verhangen. Also da kommt nicht mehr viel rein, aber das machen wir dann das nächste Mal. Ja, und hier schauen wir jetzt drunter, da sehen wir jetzt diese Scheinwerfer. Einmal links und einmal rechts haben wir die montiert. Da haben wir extra noch so einen Halter oben gebaut, war ein riesen Act, und haben dann dementsprechend die Schalter hier eingesetzt, die Lampen hier eingesetzt. War gar nicht so ohne, war echt heftig. War natürlich ein riesen Act, aber dafür hat der Kunde jetzt richtig Licht und das ist eigentlich ja die Hauptsache. So, hier haben wir das Wasserdesinfektionsgerät und die neue Pumpe eingebaut. Auch haben wir die Pumpe natürlich etwas höher gesetzt, damit man hier besser das Teil wegschrauben kann. Und das war natürlich ein wichtiger Punkt, damit man einfach besser hinkommt, um das alles besser zu pflegen. Und die Pumpe haben wir auch extra nochmal hier unten gefedert. Also hier haben wir nochmal so einen Federpuffer rein, damit die richtig weich gelagert ist und keine Vibrationen in den Innenraum überträgt, wenn die läuft. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil dann ist im Innenraum einfach Ruhe und das muss man einfach beherzigen. So, dann kommen wir hier noch rein. Da haben wir nochmal eine zusätzliche Steckdose gemacht. Das war ein richtiges oder wichtiges Thema, damit wir die drin haben. Das war der Kunde einfach, der Kundenwunsch, damit er hier auch ja, Dinge anstecken kann, wenn er das möchte. Also das ist auch eine Riesengeschichte. Also alles in allem, richtig toller Umbau. Und hier ist auch die ganze Hubstützenanlage verbaut. Also ja, in dem Sinn haben wir hier richtig Energie geschaffen, richtig Autarkie geschaffen. Ich meine, der Kunde, der ist immer fleißig am Kochen. Ich habe mit der Dame des Hauses nochmal mich drüber unterhalten und sie kocht halt sehr gern, auch gerade mit dem Thermomix und so weiter. Und da brauchen wir halt einfach Energie, Energie, Energie. Dank des Ladeboosters von Götz, der auch 24-12 kann, weil wir haben ja hier ein MAN-Fahrzeug, 24 Volt, sind wir natürlich hier super gut aufgestellt und haben einen 12 Volt Ladebooster, der dann dementsprechend die Aufbaubatterien auch richtig voll macht. Ja, so Umbau hat echt was für sich. Also ich glaube, dass das Fahrzeug jetzt um eine ganze Ecke autarker ist. Und gerade mit der Rein- oder Parallelschaltung, also jetzt ja neu Reinschaltung, glaube ich, dass das Fahrzeug aus wesentlich mehr Energie bekommt von der Sonne und von den Solarmodulen wie zuvor. Und ich werde euch auf alle Fälle berichten. Auch ich werde mit den Kunden in Kontakt bleiben, weil das ganz, ganz liebe, nette Menschen sind. Und da wollen wir mal gucken, ob er mir das nicht auch bestätigen kann dementsprechend. Und dann hole ich euch und teile ich euch das natürlich auch wieder mit, was dann hier letztlich dabei rauskam. Aber ich bin mir eigentlich schon ganz, ganz sicher, weil es kann eigentlich gar nicht anders sein. Ja, das war unser Concorde, der Umbau unserer Concorde und die Erkenntnis über unsere umgeklemmte Solaranlage von parallel in Reihenschaltung. 3x3 Module, 9 insgesamt. Und ja, also ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr viel zu diskutieren über das Thema und beziehungsweise in Frage zu stellen, weil es einfach Fakten sind, die auf der Hand liegen. Im gleichen Sinne ist natürlich auch ein Hochvolt-Modul mit viel Volt effektiver, weil gerade bei so einem Wetter wie heute, wolkenbehangter Himmel, da kommt einfach bei einem Hochvolt-Modul noch effektiv wesentlich mehr runter,
wie bei jedem anderen mit Leerlaufspannung zwischen 20, 25 Volt oder solche Geschichten, da passiert halt nicht mehr viel. Ob es allerdings nötig ist, ob es derjenige braucht, ob es derjenige möchte, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Möglich ist es. Und da kann man unheimlich viel tun. Ich glaube, der gesamte Umbau ist echt ein Hingucker, ist eine tolle Sache geworden. Also auch große Fahrzeuge schaffen wir zum Umbauen. macht auch richtig Spaß, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich bei so einem Concorde oder Morello oder Phoenix, da haben wir natürlich auch ganz andere Platzverhältnisse. Da kann man hinten in der Garage sauber arbeiten, da hat man Platz. Ist natürlich bei so einem Knaus teilintegrierten, Hobby teilintegrierten, der letzte war ja der Knaus, wo es so eng zugeht, ist natürlich schon ein bisschen ja, schwieriger. Umso kleiner die Autos waren, umso schwieriger wird die ganze Verbauerei, weil natürlich der Platz fehlt hinten und vorn. Die ganzen, wie soll ich denn sagen, Böden, alles ist wesentlich schwieriger zu erreichen. Kabel durchzuziehen ist schwieriger und drum macht natürlich so Concorde schon auch mal zwischendurch Spaß. Also ist echt schön. Ja, liebe Camper und Camperinnen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Über euren Kommentar freue ich mich, über rege Diskussionen freue ich mich, genauso wie über ein Like freue ich mich natürlich genauso. Natürlich noch mehr über ein Abo, nein, nicht noch mehr, aber auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich mache jetzt hier Schluss, weil ich hätte noch so viele Sachen zu erzählen, aber jetzt lassen wir es gut sein. Beim nächsten Video, das wird bald folgen und dann behandeln wir auch nochmal das Solarthema im Hochvoltbereich nur ein bisschen durch und dann habe ich auch noch zwei, drei andere Sachen, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Gasfreies Auto zum Beispiel, ein Riesenthema, Induktionskochfeld im Fahrzeug, ganz spannend. Und da werden wir uns drum kümmern. Also, bis zum nächsten Video und ein schönes Wochenende euch. Ciao, ciao.